Heute spiele ich das neue Chemical Update im Clicker Simulator und hole mir den King Slime, was ein ziemlich krasses Pet ist. Aber bevor das Video beginnt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das wäre ziemlich nice. Okay, es gibt ein neues Update im Clicker Simulator und zwar können wir jetzt erstmal in die Tech-Welt rein und dann schauen wir mal, was es so gibt. Es gibt eine neue Welt, habe ich gehört. Genau, wir hatten ja schon die erste Welt hier freigeschaltet und es gibt eine neue Welt, also ein neues Portal und dafür brauche ich 3 UD-Klicks oder einige Double Jumps. Wir können ja mal schauen, wie teuer die Double Jumps sind und wie ich überhaupt zu UD-Klicks komme. Also 3 UD-Klicks, das ist schon nicht wenig. Aber ich denke, das wird möglich. Ich brauche 1,5. Okay, 1,5 UD für den 4. Double Jump. Das ist schon eher möglich. Das werden wir schaffen. Ich denke, da bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und wir fahren ja sowieso einigermaßen schnell und sind die Zillion-Klicks. Wir können auch gleichzeitig noch ein bisschen rebuffen und vielleicht auch Pets bekommen. Oh, sorgloser Falk, was hast du für Pets für mich? Hast du gute Pets? Komm, komm, sag schon. Oh mein Gott, was zur Hölle? 1 Trillion Pets und 600 Milliarden Pets. Das ist verdammt stark. Oh mein Gott. Okay, ich denke, mit dem Pets geht es schon mal ein bisschen schneller. Aber was ist das für ein Pet hier? Ein Nuklear Blob. Oh mein Gott, das ist einfach so ein Atomding. Und da sieht man noch so das Skelett von irgendeinem Menschen oder so. Und ein paar Augen. Das sind einfach so Skelette, die der Blob eingesammelt hat. Das ist schon ein bisschen ekelhaft, aber was soll man machen? So ist das Leben. Und das andere Pet ist ein Toxic Cluster. Es ist einfach so eine Toxic-Welt dann anscheinend. Da hängen noch so paar Fäden vom Gift runter und er ist schon shiny auch. Starkes Pet. Ziemlich starkes Pet. Wir werden noch ein paar Rebirths davor machen, würde ich sagen. Dann geht es noch ein bisschen schneller voran. Einmal ein paar Rebirths und dann fahren wir uns schnell auf die 1,5 QA hoch. Und ich habe auch immer noch 8 Stunden Lucky einfach. Die gehen auch nicht weg, diese 8 Stunden Lucky. Und mein Auto hat auch 2 Stunden. Ich glaube, diese 8 Stunden Lucky werde ich niemals verbrauchen in meinem Leben, weil ich so lange nicht Clicker Simulator spiele. Ich farm halt nicht AFK in dem Spiel, sondern ich spiele einfach. Oh, und mein Freespin habe ich auch noch. Stimmt. Ich habe fast vergessen. Mein Freespin habe ich. Und was bekomme ich auf meinen Freespin? Oh, 10 Minuten Auto-Klick. Was? Das? Ah, den Fast-Auto-Klicker. Wie viel Unterschied macht der Fast-Auto-Klicker? Okay, der macht schon viel Unterschied. Und dann kann ich jetzt dreifach schneller klicken, oder? Macht das einen Unterschied? Wir können ja schauen. Okay, ich habe genug, um mir den Vierfach-Double-Jump zu holen. Habe ich auch genug Coins, um mir hier im Rebirth-Shop was Neues zu holen? Also einen neuen Rebirth. 1,5 QI. Die habe ich noch nicht zusammen, leider. Die 1,5 QI noch nicht. Aber wir schauen jetzt mal in die neue Welt hier hoch. Da müssen wir nicht runterfliegen. Wir müssen da hochspringen. Einfach in die neue Welt. Das schaffe ich doch sicherlich. Einfach hochspringen. Bam, bam. Oh, ich habe nicht so viele Double Jumps. Nein. Oh, das ist nicht so leicht. Also sich frei zu kaufen, die neue Welt, wäre natürlich einfacher, aber auch teurer. Doppelt so teuer. Und das Geld, was ich bekomme, vielleicht in der Zeit, das kann ich natürlich auch ausgeben, um mir bessere Eier zu holen. Ja, okay. Bam. Und noch einmal. Oh, das hat nicht ganz funktioniert. Irgendwie komme ich gerade nicht hier hoch. Das schaffe ich schon noch. Hier hoch. Genau. Und warum hat sich die nicht aufgeladen? Warum haben sich meine Double Jumps nicht aufgeladen? Was ist denn hier los? Komm, lad dich auf. Hä? Das ist absoluter Scam. Meine Double Jumps laden sich einfach nicht auf. Es laggt einfach. Es funktioniert einfach nicht. Was ist los? Da muss ich mir wohl doch die Welt freikaufen. Dann gehen wir doch wohl einfach hier hin und kaufen uns die Welt frei. Ich habe jetzt schon 5 UD und 3 brauche ich. Das geht ziemlich schnell mit den Pets, die ich bekommen habe. Und hier bekomme ich einfach 1,6 QR Rebirths. Das ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht so viel. Und 640, wenn ich King Slime anlocke. Der wird teuer sein. Schauen wir mal. Und das ist wirklich so eine Chemical Island. Genau. Das ist die Chemical Island, die sehr verseucht ist. Schau dich das an. Das ist ziemlich verseucht. So, Rebirth Pets. 64 QI für den King Slime. Habe ich den gerade schon gehabt, den King Slime? Nein, das ist ein Nuklear Blob, den ich habe. Aber King Slime wäre schon ganz cool. Das hört sich ganz cool an, dieses Pet. Oh, jetzt habe ich Rebirth. Irgendeinen schlechten Rebirth gemacht. Warum mache ich sowas? Wie komme ich überhaupt auf die Idee, sowas zu machen? Naja, schauen wir mal. Wie viel kostet hier ein Ei und was für Pets gibt es in diesem Ei? Es gibt, das sind nicht mal die besten Pets, die ich gezogen habe. 0,38%, das will ich haben. Und ein Ei kostet 250 Dezillion. Das ist teuer, würde ich sagen. Aber wir öffnen die Eier einfach mal. Einen Hazmat-Suit kommen. Wir können ja mal schauen, wie stark der ist. Ein Chemical Bunny. Rare. Aber ich denke, dass die ganzen Pets noch nicht mal so stark sein werden. Gasmask Cat. Das sind jetzt erstmal die schwächeren Pets, die wir gerade freischalten. Aber es kommen ja hoffentlich noch stärkere Pets dazu. Wir wollen diesen 0,36. Einmal dieses 0,36 Ding haben. Das wäre ganz cool. Nein, 0,38%ig. Genau. Chemical Barrel. Epic. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, 8,7%. Naja, ist nicht das Beste. Der King Slime hat 28 Trillion. Was? 28 Trillion. Oh mein Gott. Das ist sehr stark. Das heißt, wir müssen uns fast einen King Slime holen. Aber so viel Cash habe ich nicht. Oder so viele Gems habe ich nicht. Was war das? 61 QI? Da farme ich ein bisschen dran. Da farme ich gar nicht kurz dran. Und ich will nicht lange farmen. Ich will nämlich wirklich nur kurz farmen.
Aber wir bekommen ein paar Hazmat-Suits hier raus. Ein paar andere Sachen. Ich will dieses gute Pet haben. Bruder, was hat der? Er hat einfach einen kompletten Reaktor hier auf seinem Rücken. Einfach ein komplettes Pet als Atomreaktor. Was ist das denn? So als wäre das eine Natural Disasters Map einfach. Atomreaktor ohne Nuklear Block. Stark. Einfach so als Map. Das ist cool. Also das finde ich gut. Stimmt, du kannst ja sogar sehen, wie stark die Pets sind. Aber dafür musst du sie einmal gehatcht haben, oder? Ich dachte, man kann das mal sehen. Außer bei den Fragezeichen-Pets. Oder man kann es noch nicht sehen. Ich dachte, das konnte man mal sehen. Ein weiterer Nuklear Block. Nice, sehr schön. Ich hole mir mit dem zweiten Account die Rebirth-Bets nochmal. Oh, das ist smart, Bro. Das ist smart. Es gibt noch keinen weiteren Double-Jump, oder? Nee, das war der einzige, den ich bisher noch bekommen habe. Und craften kann ich auch noch nicht. Nicht craften. Naja. So, dann trade ich dich mal an, oder? Genau. 6 und 8, da muss man auch warten in dem Spiel. Als ob man in dem Spiel auch warten muss. Was ist denn los mit diesem Spiel? Meine Güte. Das zweitbeste Pet aus dem neuen Egg hat schon 8 Trillion. Oh, das ist auch stark. 8 Trillion? Nimmt man gerne mit, glaube ich mal. Würde ich mal so behaupten. So, jetzt kann ich dir traden. Okay, was für Pets hast du? Oh, was für Pets hast du? Das interessiert mich jetzt. Was für stark. Oh mein Gott, 36 Trillion Pets. Okay, 1,9 Trillion Pets. Und 1,5 Trillion. Aber die King Slimes sind schon sehr stark. Die sind schon sehr stark. Genauso wie Toxic Cluster ist nicht schlecht. Gut, danke für die Pets. Ehrenhaft. Equippen wir die und jetzt habe ich nur noch über 1 Trillioner Pets. Ich habe Toxic Cluster in Golden, einen in Shiny und ich weiß nicht, warum es so viele verschiedene Arten von Pets gibt in diesem Spiel. Das ist mir immer noch unerklärlich. Aber das ist tatsächlich das eine Pet hier. Oh, das ist das 0,38%ige Pet, was du mir gegeben hast. Dieses 1,5 Trillion Chemical Guardian in Normal hat schon 1,5 Trillion. Starke Pets. Verdammt starke Pets, würde ich mal sagen. Ich glaube, das Beste macht schon 100 Trillion in Normal. 100 Trillion? Also ich weiß es nicht. Das ist ja, scheint mir ein bisschen viel zu sein, 100 Trillion. Das ist einiges. Und wenn das nochmal in Shiny, dann Golden, dann Rainbow. Das ist ja, also, das macht ja dann, keine Ahnung, 800 Trillion oder so. Oder wenn nicht schon eine Quadrillion. Ich warte auch auf den Tag, wo wir in Pet Simulator X dann Pets haben, die eine Quadrillion Stärke haben. Weiß nicht, ob das möglich ist, aber könnte sein. Wer als erstes Legendary zieht, kriegt es. Okay, machen wir so. Wer als erstes ein Legendary zieht, der kriegt's. Also, der kriegt das von dem anderen. Machen wir. Aber jetzt sag nicht, du hast irgendwelche Lucky Game Pässe oder so. Das wäre dann unfair. Weil ich habe keine Lucky Game Pässe. Ich kann dir Pets geben. Elias. Oh, Elias. Ich will Pets. Ja, was für Pets kannst du mir geben? 6 Trillion Pets. Das ist sehr, sehr gut. Oh, Chemical Guardian in Golden. Und Toxic Cluster in Rainbow, Rainbow, Rainbow. Stark. Das sind sehr, sehr gute Pets. Danke dir. Ich kann mir neue Rebirth-Buttons aber holen, oder? Ich glaube, ich kann mir einen für... Oh, die kosten beide 1,5 QI. Dann hole ich mir den unteren. Aber ja, die kosten einfach beide 1,5 QI. Was ist da passiert? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Und 50 UD. 50 UD zum Rebirthen. Aber wir müssen jetzt ein bisschen farmen, weil ich will dieses Rebirth-Pet haben für 64 QI. Und das ist stark. Deswegen will ich das haben. Ich habe noch gar nicht meine besten Pets equipped. So, equip best. Und jetzt habe ich gute Pets und farme sehr, sehr schnell auch schon Zeug zusammen hier. Oh mein Gott. Das kann jetzt aber auch wieder dauern. Aber ich mache mit einem Rebirth jetzt einfach 375 QA und ich habe selber nur 577 QA. Das heißt, das geht schon ziemlich schnell voran hier. Ich muss nur mal ein paar UD hier sammeln. Oh, und jetzt mache ich schon mal um einiges schneller wieder ein paar UD. Das ist sehr, sehr schön und ich brauche nicht so viel mehr. Also ich glaube, mit jedem Rebirth geht es ein bisschen schneller. So, es fehlen noch ganz wenige. Noch ganz wenige. Okay, wir haben genug Gems für dieses krasse, anscheinend krasse Pet. Ich weiß es nicht. Den King Slime. Und wir haben ihn einmal. Wie stark ist der? Er hat tatsächlich 28 Trillion. Das ist so verdammt stark. Der Chemical Guardian in Golden hat nicht so viel. Hat einfach nur ein Viertel von dem, was dieser King Slime hat, den du dir tatsächlich einigermaßen schnell erfarmen kannst. Und du kannst dir sogar zwei davon holen und bekommst sogar noch free Rebirths dazu. Das ist ziemlich gut. Ich glaube, den gönnt man sich mal. Das war's aber an der Stelle auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo. Schaut jetzt noch bei den eingeblendeten Videos hier vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ciao.